Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich bin gehypt, aber so anders krass gehypt. Und ich bin allein am Start, aber ich glaube, die Jungs verpassen was. Heute eröffnet so ein neuer Laden, neuer Dönerladen. Ja, es wird wieder Döner getestet. Ich kann nichts dafür. Aber es soll ein High-End-Döner sein. Ich habe ja schon mal einen High-End getestet. Der war 10 Euro. War echt lecker. Aber das ist jetzt echt andere Liga. Der soll 40 Euro, oh, vielleicht sogar mehr kosten. Mit Wagyu Beef. Ihr wisst, Wagyu Beef, anders saftig. Ich habe mal Wagyu Beef Burger probiert von Togo Nakamura, 2-Sterne-Koch. War auch saftig, Alter. Ich habe, glaube ich, das ganze Video gar nicht geredet. Ich habe nur gegessen, vergessen zu reden. Und dann hatten wir letztens zu meinem Geburtstag natürlich noch Sashi Beef. Habe ich die Jungs eingeladen. Und jetzt gibt es anscheinend hier einen krassen neuen Döner. Hans Kebab. Ich bin gespannt, Hans. Yo! Es gab einen Cut, es ist der nächste Tag. Gestern war zu voll, Eröffnungstag. Ich hatte keine Zeit und keinen Bock, mich anzustellen. Aber heute bin ich nochmal da. Ich habe mir gestern übrigens den bisherigen Nummer 1 Döner gegönnt. Bei Food Factory. Alter, der war so krass. Ich habe einen gekauft, gegessen. Dann bin ich nochmal hin und habe noch einen gekauft. So krass war der. Ich habe was echt krasses entdeckt. Demnächst, es gibt extra nur ein Video dafür, was ich gerade gestern entdeckt habe. Das war zu saftig. Aber wir sind heute wieder da und es sieht nicht aus wie eine lange Schlange, also gönnen wir uns heute den endlich. Anscheinend, obwohl da steht, bis 22 Uhr haben die offen, gibt es keine mehr. Und die zwei vor mir in der Schlange waren sozusagen die letzten. Das heißt, ja, heute gibt es den wieder nicht. Tag 3. Yo, was ist das? Wie schwer ist es, diesen Döner zu bekommen? Ich war erst in der Schlange, kein Problem. Dann kommen die raus, sagen mir, ja, das dauert noch ein bisschen. Schlange bildet sich, kein Problem. Dann kommen die nochmal raus, die sagen, okay, es dauert mindestens noch 15 Minuten und dann kriegen wir alle Eigern umsonst. Auch kein Problem. Übrigens, Eigern von Müller, auch noch nie gesehen. Alles kein Problem. Dann darf ich drin warten, da ist wärmer, auch gut. Ein, zwei Leute haben schon was bekommen. Und dann geht die eine raus und sagt den allen, ja, irgendwie dauert es noch ein bisschen länger. Und dann frage ich, ja, ich kann schon hier drin warten oder so. Und sie sagt, ja schon, aber also es dauert mindestens bis 12, also dreiviertel bis eine Stunde. Ich komme nicht an diesen Döner ran. 35 Euro kostet der übrigens, Wagyu Beef. Und dann gibt es noch ein paar Beilagen, die klingen sehr speziell und saftig. Döner fängt an bei 7,50, dann gibt es ein paar bei 7,50 bis 8. Und dann gibt es noch ein, zwei, die kosten so 11 bis 12. Also alles ein bisschen high-end. Und dann eben der Wagyu Beef. 35, den wollte ich mir holen, aber es soll nicht sein, es soll nicht sein, Leute. Was ist das? Endlich geschafft. Dritter Versuch, vierter Versuch eigentlich. Immer hartnäckig bleiben. Er war so korrekt und hat mir angeboten, den zu übernehmen, aber wie gesagt, ich wollte ja den Wagyu. Dementsprechend habe ich gesagt, yo, Beilage umsonst aufs Haus, damit bin ich auch schon zufrieden. Hat auch gemacht, korrekter Typ, bisschen im Stress jetzt natürlich neu, öffnen und so, aber vielleicht hat er da eine Nische entdeckt, vor allem jetzt hier Schwabing, eigentlich perfekt für ihn, also ich bin gespannt. Ansonsten, also wenn der krass ist, dann wird natürlich auch der normale ist aber natürlich trotzdem ein bisschen edler als der 0815 Döner, dann auch getestet. Aber ich bin gespannt, sehr, sehr, sehr gespannt. So, mein Gott. Kartoffeln, 5er, in dem Fall umsonst, boah, mein Gott, was für ein Aroma. Heftig. Und da haben wir das gute Stück, den haben wir jetzt gejagt, 3 Tage, bin gespannt. Ein bisschen Platz. Gott. Tati achtet ja immer auf die Servietten. Bei Togo Nakamura waren die krass. Eigener Aufdruck auf der Serviette. So. Also das nochmal habt ihr schon gesehen. Junge. Saftige Kartoffeln. Hello!
Ich habe gesehen, am Ende wurde noch ein bisschen Trüffel drauf gerieben. Es ist windig, deswegen muss ich aufpassen, dass hier nichts wegfliegt. Okay. Es ist ein Oldschool-Döner. Ihr wisst ja, der Trend in München ist eher so sandwichmäßig. So. Ein Blick da drauf. Okay, so viel habt ihr gar nicht gesehen. Also das ist eigentlich kein Wagyu-Burger, also schon, aber er nennt sich From Tokyo to Istanbul. Macht Sinn, wegen Wagyu aus Japan und so. Und dann Döner Istanbul. Gott. Digga, es schmilzt einfach im Mund. Oh mein Gott. Okay, ich muss Bargeschirr herholen. Also die anderen können auch gerne kommen, aber 35 Euro ist schon statt der Preis. Aber Bargestück ist natürlich nicht. Der gönnt sich so weh. Alter. Also, dönertechnisch ändert das gar nicht mehr an Döner. Außer das Brot, aber zutatentechnisch, Fleisch, Soße, Konsistenz, Struktur. Du kannst den nicht in die Top, in unsere normale Top 3 oder so Top 4 einordnen. Der spielt eine andere Sportart sozusagen. Nicht andere Liga, okay, schon andere Liga, aber auch eine ganz andere Sportart ist das, man. Oh mein Gott, war geliefert. Oh mein Gott. Gott! Dieses Fleisch, wie zart. Also ich muss sagen, okay, vielleicht ist es nicht möglich, weil die Soße zu mächtig ist und wegen den Zutaten. Aber das Brot ist, könnte knuspriger sein. Aber ich glaube, die Soße ist einfach zu mächtig, sodass es schon das alles durchweicht hat. Also außen ist er immer noch. Aber mein Gott,
Stück habe ich noch. Was soll ich sagen, Leute? Das ist ein Geschmackserlebnis, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Wird sich nicht jeden Tag gegönnt, selbst bei uns noch nicht. Aber ich bin froh, dass ich die Chance hatte, den zu probieren. Wahnsinn. Also der war, warte, ich hab ein Foto dazu gemacht. Also das ist auch ein krasser Koch, das ist nicht einfach so ein 0815 Dönermann. Also der war, der hat das Kochbuch geschrieben, einmal mit alles, der Döner und seine Verwandten. Von Cihan Anadologlu. Sorry an alle Türken, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Mit dem deutschen Kochpreis wurde das ausgezeichnet. Kurs geht raus an Barisch. Dank ihm konnte so einer wie ich in Jogginghose sich einfach so ein Wagyu 40, 35 Euro Döner holen. Das war's von mir, Leute. 3 Tage habe ich auf diesen Döner gewartet und es hat sich gelohnt. Klar, teurer Preis, das ist, kann man nicht mit dem normalen Döner vergleichen und wir können den auch nicht. Also zumindest den nicht, aber wenn ich den an. Vielleicht, wenn ich die anderen normalen Döner bei ihm probiert habe, können wir den mit einreihen in unsere Top-Liste. Aber das war ein Geschmackserlebnis. Das war's von mir, Leute. Ich habe echt eine Menge Döner probiert und den werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, checkt unsere Telegram-Gruppe ab, checkt den Livestream ab. Vergesst nicht, Döner, serious business.